Bella Hadid, sie feiert Monate Alkoholabstinenz. 5 Monate alkoholfrei, verkündet eine stolze Bella Hadid, 26, auf ihrem TikTok-Kanal. Im dazugehörigen Video ist das Model gut gelaunt in einem Casino in Las Vegas zu sehen. Eine Fotoserie mit identischer Bildunterschrift zeigt die 26-Jährige ebenso freudestrahlend in einem engen, roten Kleid mit weiten Ärmeln. Dass sie sich einmal ohne Alkohol im Blut so wohl fühlen könnte, hätte Hadid, die unter Angstzuständen leidet, noch vor wenigen Monaten kaum für möglich gehalten. Ich habe viel getrunken. Ich habe Alkohol geliebt, verriet sie vergangenes Jahr in einem Interview mit InStyle. Ihre Abhängigkeit sei so weit gegangen, dass ich sogar anfing, Abende abzusagen. Weil ich das Gefühl hatte, mich nicht beherrschen zu können. Bereits 2014 war Bella Hadid wegen Trunkenheit am Steuer verhaftet worden. Sie erhielt 6 Monate Bewährung aufgebrummt plus 25 Stunden gemeinnützige Arbeit und 20 Stunden verpflichtende Treffen bei den anonymen Alkoholikern. Den Führerschein musste sie ebenfalls für 1 Jahr abgeben. Am exzessiven Lebensstil des Models änderte der Vorfall jedoch vorerst nichts. Erst nachdem ihr ein Arzt die Auswirkungen von Alkohol auf das Gehirn gezeigt hatte, sei es viel schwieriger geworden, das Glas in die Hand zu nehmen. Das Bedürfnis, Alkohol zu trinken, verspürt Hadid laut eigener Aussage mittlerweile nicht mehr. Mafia, Parasiti, Dragonul, Maxi, Gespe, Chimie, Rimaru, Spike, Buia, Sișoapo, Grasul, nimeni altul, Delvede sau Carpo. Trei să vă mănânc vers cu vers, card intens. Trei să crezi, crezi ce vrei să crezi. Eu vă respect pe toți, dar focusez pe nivelul următor de zici că mă bat cu bossul. La cât de urât sunt, cum să vă iau cu frumosul? Metafore, hiperbole, le obțin prin alchimie. Când adun cuvinte din dom, mă pun, le fierb la 1000 de grade Celsius. Să rămână spus și să se știe, nu-i nimeni cel mai bun, dar evoluează cel ce vrea să fie unul.